Ihr seid die Kommandantin der Wächter. Ich hätte nicht erwartet, euch hier zu begegnen. Haben diese Bastarde euch also auch erwischt? Ich wollte genau wie ihr mithelfen, die Wächter Fereldens wieder aufzubauen. Wir waren noch nicht einmal eine Woche in Vigils Wacht, als die dunkle Brut kam. Ich glaube, ich bin als einziger noch übrig. Die anderen sind entweder tot oder haben ein noch schlimmeres Schicksal gefunden. Ich bin mir nicht sicher. Der Gesandte, der sie anführt, ist klüger als jeder andere der dunklen Brut, dem ich je begegnet bin. Und er ist fasziniert von den Wächtern. Aber hört mir bitte zu. Es gibt hier einen der dunklen Brut mit einem gewaltigen Streithammer. Er hat mir die Beine zerschmettert und er hat meinen Ehering gestohlen. Ich bitte euch, erschlagt ihn, Kommandantin. Bringt den Ring zu meiner Frau nieder in Amaranthine. Sagt ihr, dass ich bei dem Versuch gestorben bin, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Nein, ich würde euch nur aufhalten. Bitte, erfüllt mir diesen Wunsch. Mehr verlange ich nicht. Sitzen müsst. Ich kümmere mich darum. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Dafür.
aber selbstverständlich. Ihr solltet nicht hier sein. Ihr gehört nicht zu ihnen. Ihr wurdet hierher gebracht. Sie erlauben denen, die hierher gebracht wurden, nicht sich frei zu bewegen. Wenn sie euch finden, werden sie euch töten. Ich bringe ihnen Waren, sie geben mir Gold. Vigils Wacht? Das ist diese Festung der Grauen Wächter nahe Amaranthine. Ja, das kenne ich. Wenn dort Geld zu machen ist, wird Armas dort sein. Wir werden uns wiedersehen, falls ihr diesen Ort überlebt. Nein, mich interessiert nur, dass die Dunkle Brut unsere Vereinbarung einhält. Sie in Frage zu stellen wäre nicht ratsam. Nun gut. Ich kann sehen, dass ihr ein wenig in Schwierigkeiten steckt und ich bin nicht herzlos. Aber wenn ihr wirklich meine Hilfe wollt, gebe ich euch einen Rat. Flieht von hier so schnell ihr könnt. Es ist gut, dass sofort...